Platz Nummer 6, Tour Vancouver Wildfahrt. Das sind zwei gegensätzliche Adjektive. Ich würde diese Strecke eigentlich gern höher einordnen. Ich habe vor allem in Tour meinen Spaß mit ihr gehabt, aber so richtig übersetzt wurde dieser Spaß in 8 Deluxe irgendwie nicht. Eine Sache, die mich extrem stört, ist die Menge an ziemlich eventlosen Graden. Die tauchen über die ganze Strecke hinweg auf, aber am auffälligsten ist es um den Beginn des dritten Abschnitts drumherum, wo man 10 Sekunden lang nur... fährt. Wo das herrührt, ist sehr einfach zu sehen, wenn man die drei Minimaps aus Mario Kart Tour einzeln betrachtet. Die Strecken haben im Durchschnitt irgendwie 5 Kurven. Und ich bin mir sicher, die Designer für das 8 Deluxe Remake haben getan, was sie konnten, um irgendwie mehr aus der Strecke rauszuholen. Schließlich sind auch eine kleine Handvoll neue Pfade hinzuaddiert worden, die zumindest irgendwas ergänzen. Jetzt wäre es halt nur cool, wenn das beim Fahren auch auffallen würde. Dann gibt es noch Kleinigkeiten wie diesen Sprung hier am Anfang vom zweiten Abschnitt. Man denkt, man könne einen Stunt machen, aber die Stunt-Möglichkeit ist ein paar Zentimeter weiter hinten. Das führt vor allem auf 200 CCM dazu, dass man zu früh springt und das ist nicht wirklich angenehm. Es stört bei Gott niemanden außer mir, aber ich wollte es trotzdem ansprechen. Was ich auch noch etwas komisch finde, ist, dass man in Runde 2 eine kleine Linkskurve im Eiskunstlaufstadion machen muss. Das Ding ist, dass man den nötigen Linkspfeil durch die Vorrichtung in der Mitte kaum sieht und der linke Rechtspfeil nicht eindeutig genug auf den geänderten Ausgang zeigt. Alles andere an der Strecke wirkt einfach irgendwie uninspiriert. Die drei Varianten unterscheiden sich mal wieder viel zu wenig. Nur der kleine Abstecher bei der Lagune und die furioseren Kurven über die Anti-Schwerkraftbrücke sind mir irgendwie im Kopf geblieben. Aber ansonsten ist alles irgendwie so belanglos. Ich meine, ich kann auch darüber reden, dass mir hier eine unsichtbare Wand fehlt und ich deswegen regelmäßig darunter gesickert bin, aber das ist keine Kritik, das ist nur eine Möglichkeit, Punkte in Flensburg zu grinden. Die Skybox mit den Polarlichtern ist recht hübsch und ich mag die Atmosphäre, einer der Gründe, warum ich mich doch sehr auf die Strecke gefreut habe. Aber die Magie der Strecke kommt halt echt dadurch, dass man in Tour immer nur eine der Routen abgefahren ist. Alle drei hintereinander lassen nicht denselben positiven Eindruck entstehen, zumindest für mich nicht. Ähnliches gilt für die Musik. Der Track an sich ist gut, sobald er erstmal läuft. Ich fand immer, dass das Intro wahnsinnig generisch und uninspiriert klingt und ich bin immer froh, wenn die ersten 15 Sekunden durch sind, sodass der Song richtig loslegt und dann auch richtig gut ist, vor allem in MK8. Es ist keinesfalls ein Dealbreaker und dass die hinteren drei Plätze alle einen Soundtrack haben, mit dem ich nicht schlafen würde, ist auch mehr Zufall als ein tatsächliches Zeichen der Verdammnis. Ich wollte es nur anmerken. Auch eine kleine Merkwürdigkeit sind diese Lücken nach den Rampen im ersten Abschnitt. Es gibt keinen praktischen Grund, wieso sie da sind, außer dass sie der traurigstmögliche Grund sein können, nach einem Panzertreffer herunterzufallen. Die Wahrscheinlichkeit, da versehentlich reinzufallen, ist verdammt niedrig, aber es ist genauso wie beim Blätterwald so ein typischer Fall von warum, nur ohne zugehörige kausale Präposition. Nur dank des kalten Wassers mit zugehöriger Brrr-Position. Ich meine, was ich der Strecke zugutehalten muss, ist, dass ich sie auf 200 CCM sehr mag. Nicht alles ist perfekt, aber es gibt keine Stelle, die mich meine Existenz anzweifeln zurücklässt. Die Strecke ist primär auf Platz 6, weil sie mich so fühlen lässt, als hätte ich nicht mal eine Existenz. Bei manchen der noch folgenden Strecken in diesem Ranking habe ich größere Probleme, aber die konnten sich dann auf höhere Positionen retten, weil dort insgesamt mehr passiert ist. Vancouver ist cool für eine Minute, aber nicht für 2,5. Und erst recht nicht für 3 oder 4.